Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke für eure Einladung. Wir sind heute in der Früh hergefahren für Tirol mit einem guten Freund vom Kurt. Da haben wir ganz eine kurzweilige Fahrt gehabt, weil wir sehr spannende Gespräche geführt haben. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, das in der Folge hoffentlich entspannt. Das Evangelium entspannt uns Menschen und ich bin schon ganz gespannt, wie es auf euch wirkt. Schlagt bitte mit mir auf im Matthäus-Evangelium, das Kapitel 21. Matthäus Evangelium Kapitel 21. Ich tue die Dekoration da weg. Die Männer, gell, die. Aber ich brauche ein bisschen mehr Platz. Entschuldigung, gell. Ich möchte mit euch lesen die ersten 5 Verse von diesem Kapitel 21 im Matthäus Evangelium. Wir sind da beim berühmten Einzug in Jerusalem, beziehungsweise in der Vorbereitung von diesem Einzug. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus 2 Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf euch gegenüber, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr benötigt sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen. Ein Kommentar jetzt vom Matthäus, er kommentiert das. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Ich bete noch kurz. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Sohn, der da nach Jerusalem gezogen ist. Wir danken dir für die heutige Sonntagsversammlung und wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Der Einzug in Jerusalem. Jesus sendet seine Jünger voraus, um einen Esel zu holen, genau gesagt, er hatte da genaue Vorstellungen. Er möchte eine Eselin mit einem Fohlen. Die sind da zusammen angebunden und man kann nicht einfach nur die Eselin wegnehmen. Das würde dem Fohlen das Herz brechen. Und umgekehrt genauso. Also sagt Jesus, holt sie beide. Und dann sitzt er auf diese 2 Tiere und reitet dann nach Jerusalem. Und Matthäus kommentiert, dass sich hier eine Verheißung erfüllt hat. Eine Verheißung aus dem Alten Testament, die er hier zitiert. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttieres. Was wir hier sehen ist, ein Fokus, der Fokus ist ganz auf diesem Esel, beziehungsweise auf dieser Eselin mit ihrem Fohlen. Es kommt immer wieder vor in diesem Text. Es scheint wie ein Zentrum zu sein in diesem Text. Und dieser Text hat bei mir eine Frage ausgelöst. Und ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage jemals gestellt habt. Nämlich, wie schwer war Jesus?
Wir haben heute schon von dem, wie heißt er nochmal? Robert, vom Robert gehört über die Taurus-Lok. Die Taurus-Lok war brutal schwer. Also wenn du so eine Lok auf so eine Eselin drauf tust, die ist einfach platt. Früher habe ich gemeint, Jesus ritt auf dem Fohlen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe Bauern befragt, die Eseln gehabt haben oder haben, wie viel kann ein Fohlen tragen? Mittlerweile weiß ich, dass im Orient das so gehandhabt wurde, wenn eine Eselin ein Fohlen hatte, das nicht von ihrer Seite wich, dann ritt der Mensch auf beiden Tieren. Er saß auf der Eselin und ließ die Füße über das Fohlen hängen. Das sieht man heute noch, da gibt es Fotos. Aber die Frage blieb trotzdem offen, wie viel kann eine Eselin tragen? Und wie schwer war Jesus? Was denkt ihr? War das so 70 Kilo, so wie ich? Sicher nicht. Das war ein Mann, gell, der hat wahrscheinlich seine 80, 90 Kilo gehabt. Aber wir wissen es nicht genau. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie schwer fühlt sich Jesus für dich an? Wie schwer fühlt sich Jesus in deinem Leben an? Welches Lebensgefühl hast du in der Nachfolge? Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sein Wort liest und versuchst danach zu handeln, wie viel wiegt Jesus auf dir? Kannst du ihn tragen? Kannst du die Last, die er auf dich legt, tragen? Oder fühlt er sich an in deinem Leben wie eine Tauruslok? Fühlt sich Christentum in deinem Leben an, wie wenn man eine so schwere Lok auf dich lädt oder du eine Lok da ziehen musst? Da du musst Jesus da durch die Gegend ziehen. Ich möchte jetzt mit euch einen Abschnitt lesen, der das Gewicht von Jesus angibt. Kennst du diese Stelle schon? Wo Jesus sein Körpergewicht bekannt gibt, aber nicht direkt, nicht in Kilo und so, aber indirekt. Im selben Evangelium wird uns das zitiert, und zwar in Kapitel 11. Bitte schlag mit mir das Kapitel 11 auf. Matthäus Kapitel 11. Und ich möchte mit euch lesen von Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Jesus ist leicht. Jesus wendet sich hier an Menschen, die mühselig und beladen sind. Das beschreibt zum Beispiel so einen Bauern, der morgens früh um 5 oder 4:30 oder 4 aufgestanden ist, in den Stall gegangen ist, die Kühe gemolken hat, den Stall ausgemistet hat, aufs Feld ging, zwischendrin vielleicht einen Landjäger gegessen hat und eine Scheibe Schwarzbrot. Wo ist und dann hat er weiter gearbeitet auf dem Feld und es war zum Mähen und zum Heuen und am Abend kommt er ganz abgeschlagen nach Hause, das ist das Wort. Mühselig, jemand, der abgeschlagen ist, der zusammengeschlagen ist von der schweren Arbeit, die auf ihm gelastet hat. Einen Schwerarbeiter. Und diese Menschen ladet Jesus nun ein, unter seine Last zu kommen. Unerhört, oder? Aber in Klammer, er ist leicht. Ja, das Leben ist Schwerarbeit, hast du das schon gemerkt? Das Leben
ist Schwerarbeit. König Salomo beschreibt das Leben im Buch Prediger, ein berühmtes Buch im Alten Testament. Er hat es geschrieben, als er alt war, lebenserfahren, lebensreif. Blickt er zurück in sein Leben, in sein langes, gesegnetes Leben und sagt, alles Mühsal. Und alles war ein Haschen nach dem Wind. Es war so, wie wenn man den Wind einfangen möchte. Und man überlegt sich, wie man das kann und man versucht es so und man versucht es so und man kann es nicht fassen. Und am Ende ist man ganz zerschlagen, wie ein Schwerarbeiter, gezeichnet vom Leben. Und er sagt, alles Nichtigkeit. Aber er hat viel erlebt. Gebäude sind entstanden durch ihn. Bücher wurden geschrieben, Wissenschaften neu entdeckt durch ihn, war ein sehr intelligenter, von Gott gesegneter Mensch. Und am Ende sagt er, alles nichts. Wie wenn man Wind einfangen will. Und er wird ganz müde und ganz abgeschlagen von diesem Leben. Und tatsächlich, im Schatten des Sündenfalls, in dem wir leben, jeder einzelne Mensch von uns, ist das Leben zur Mühsal geworden. Mann und Frau wurden hart getroffen von den Konsequenzen des Sündenfalls, von den Konsequenzen der Sünde Adams und Evas. Die Frau hat Schmerzen beim Kindergebären, aber nicht nur beim Kindergebären. Wie mühsam ist es, ein Kind großzuziehen? Und Kinder bleiben immer Kinder. Und man leidet und freut sich mit den Kindern, auch wenn man schon alt ist. Und dann geht es mit den Enkeln weiter. Und die Sorge geht weiter. Ein Mühsal und eine Last. Auch der Mann ist hart getroffen vom Sündenfall. Die Bibel sagt, Dornen und Disteln werden aufsprossen. Und ist es nicht so am Arbeitsplatz? Immer wieder, wenn man was angreift, irgendwo sticht immer etwas. Man geht am Montag früh in die Arbeit und denkt nichts Schlimmes. Man macht den Computer auf und ein Tsunami von E-Mails kommt über dich, rollt über dich hinweg. Und bevor du diese E-Mails bearbeitet hast, läutet das Telefon 10-mal und irgendjemand ist krank, hat vielleicht Corona und du musst seine Arbeit übernehmen. Man ist hart getroffen. Der Mann ist hart getroffen am Arbeitsplatz. Die Frau noch härter, wenn sie beide Rollen bespielt. Kinder kriegen und arbeiten am Arbeitsplatz. Auch die Ehe ist hart betroffen. Ist es nicht etwas vom Schwersten, eine gute harmonische Ehebeziehung zu leben, konstant? Auszukommen mit den Menschen, die einem am nächsten sind, aber nicht nur auszukommen, sondern sie aktiv zu lieben, in einer hingebungsvollen Art und Weise. Wie viele Ehen zerbrechen schon nach den ersten Jahren? In Österreich 50%, jede zweite Ehe. Und die wenigsten Menschen heiraten heute mehr. Ja, der Sündenfall und seine Konsequenzen bringen viel Sorgen in das Leben. Sorgen um Familie, Sorgen im Beruf, Sorgen um die Gesundheit. Auch eine Folge des Sündenfalls, Krankheit und Tod kamen in diese Welt. Der Mensch wurde nicht geschaffen zu sterben. Tod ist etwas Abnormales. Tod kam durch den Sündenfall. Durch die Abwendung des Menschen von Gott in die Welt und so erleiden wir große Schmerzen. War gar kürzlich beim Orthopäden. Ich bin orthopädisch gesund, ich habe irgendwas anderes. Man wird mich weiter verweisen. Aber ich habe Menschen gesehen, die im Wartezimmer saßen und wo der Arzt kam und sie gerufen hat, wollten sie schnell aufspringen, weil sie sich gefreut haben, nach 1,5 Stunden Wartezeit endlich dran zu kommen. So sind sie dann ins Wartezimmer. Es hat mir wehgetan beim Zuschauen. Der Mensch gezeichnet vom Sündenfall. Sorgen um die Gesundheit. Wir leben in einer Zeit mit umwälzenden Veränderungen. Wir haben Sorge am Morgen früh, wenn wir die Zeitung lesen. Bitte lies die Zeitung nicht, bevor du die Bibel gelesen hast. Immer erst danach, dann geht es dir besser. Wenn du siehst, wie die Ereignisse in dieser Welt schon prognostiziert sind, vorhergesagt sind in der Bibel und wir dürfen unsere Häupter erheben, wir wissen vielleicht nicht genau, was kommt, aber wir wissen, wer kommt.
Und wir wissen, dass er mit uns ist. Aber wir leben in dieser Zeit und wir machen uns Sorgen. Wohin führt dieser Ukraine-Krieg? Wie viele Pakete müssen wir da hinschicken, dass den Menschen besser geht, und Sorgen um viele andere Dinge? Eine unserer größten Sorgen ist wahrscheinlich das Schuld- und Sündenproblem. Wir haben Dinge getan, die wir nicht mehr gut machen können auf menschlicher Ebene. Und wir stellen uns die Frage, wie steht Gott dazu? Wie wird es sein, wenn ich vor Gott stehe? Wie wird er im Gericht handeln, mir gegenüber? Wir machen uns Sorgen, weil wir tief geprägte Gewohnheiten haben, die unsere Beziehungen belasten. Gewohnheiten, die man uns vielleicht schon in die Wiege gelegt hat, die quasi vererbt wurden, moralische oder charakterliche Schwächen. Und wir wollen sie uns ja abgewöhnen, wir wollen bessere Menschen werden, aber wir scheitern immer wieder an denselben Punkten. Es ist wie ein Muster, wie ein Fluch, der sich über unser Leben gelegt hat. Und je mehr wir uns bemühen, je schlimmer wird es und je belasteter sind wir. Religion ist eine Last, eine schwere Last für die Menschen, für den gefallenen Menschen, der versucht, ein anderer zu werden, ein besserer zu werden und Gott irgendwie zu erreichen mit seiner riesen Taurusglock auf dem Rücken, mit Schuld, die nicht mehr gut zu machen ist, und mit tief geprägten, schlechten, sündigen Gewohnheiten. Und er erreicht ihn nicht. Und er ist ganz, ganz zerschlagen. Er ist so wie ein angebundener Esel. Er kommt da nicht weg. Er kann sich selber nicht losbinden. Er ist angewiesen darauf, dass man ihn befreit. Darf ich fragen, wie es dir geht? Fühlst du dich auch gebunden? Angebunden an irgendeine Sache? Vielleicht nicht an einen Ort, sondern an eine Gewohnheit? An eine schlechte Gewohnheit, wo du genau weißt, diese Gewohnheit wird mich töten. Diese Gewohnheit wird meine zwischenmenschlichen Beziehungen töten. Und du bist daran gebunden. Und du kannst dich nicht losbinden. Du fühlst dich ganz beladen und vielleicht hast du noch ein Fünkchen Hoffnung oder du bist schon ganz verzweifelt. Wenn es so ist, dann hat Jesus für dich eine gute Nachricht heute. Wenn es dir so geht, dann ruft Jesus genau dich heute früh und er sagt zu dir: Komm her zu mir. Denn ich bin leicht. Jesus ladet nämlich genau solche Menschen, das lesen wir hier, mühselige und beladene Menschen zur Nachfolge ein, ihm nachzufolgen, und verspricht ihnen Erleichterung. Aber zuerst schaut es ganz schwer aus. Jesus kommt da mit einer Tauruslok und sagt: Komm unter mein Joch, ich lade dir das auf. Kommt her, nehmt auf euch mein Joch. Weißt du, der Esel weiß genau, was ein Joch ist. Er ist fast geboren unter einem Joch. Das ist so ein Gestell, wo man ihm über den Hals legt. Mit Lederriemen dran, um etwas zu ziehen. Oder man ladet ihm einen Sattel auf, um etwas zu tragen. Dem Esel war ganz klar, was das heißt: Nehmt auf euch mein Joch. Dem Mensch ist es nicht so klar. Aber das Joch Jesu ist seine Herrschaft. Er ladet mühselig und beladene Menschen ein: Kommt unter meine Herrschaft. Ich möchte über euch regieren und ich verspreche euch, wenn ihr das tut, wenn ihr zu mir kommt, ich verspreche euch Befreiung. Totale Befreiung, so wie dieser Esel befreit wurde, losgebunden wurde. Und tatsächlich ist das der große Missionsbefehl. Er sendet seine Jünger aus nach seiner Auferstehung. Mit diesem einen Befehl geht hin in die ganze Welt, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Es geht um Jüngerschaft.
Und es gibt nur diesen einen Weg der Nachfolge über die Jüngerschaft. Ein Jünger ist jemand, der lernt von einem anderen. Das griechische Wort beschreibt einen Schüler. Einen Schüler, der die Schulbank drückt. Und der lernt, aber nicht um zu wissen, sondern um zu tun. Denn wir wissen erst, wenn wir getan haben. Wir wissen erst, wenn wir das Gelernte angewendet haben. Wir lernen nicht wie ein Schüler, der sagt, ich brauche 95% nicht. Sondern wir lernen wie ein Schüler, der sagt, ich brauche da 100%. Und ich muss das alles auch in die Lebenspraxis umsetzen, damit ich es weiß, damit ich es erkenne, damit ich mit diesen Dingen umgehen kann. Jesus ladet uns ein, von ihm zu lernen. Und er sagt, wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst. Das ist das Erste, was wir lernen müssen in der Nachfolge. Und das ist genau diametral dem entgegengesetzt, was uns die Welt lehrt. Denn die Welt lehrt uns, verherrliche dich selbst. Verwirkliche dich selbst. Vertraue auf dich selbst. Hilf dir selbst. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Aber wie geht das? Wie geht Selbstverleugnung? Petrus verleugnete Jesus zu kennen. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Dreimal, bis der Hahn kräht. Was heißt Selbstverleugnung? Ich kenne mich nicht. Ich lasse mich komplett zurück. Ich lasse mich völlig zurück. Und Jesus sagt, wohin wir uns geben sollen. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ich weiß nicht, wie du über das Kreuz denkst. Für manche ist es ein Schmuckgegenstand, für manche ist es ein Symbol. Für Juden, Griechen und Römer damals war es ein Folterwerkzeug, um Menschen zu Tode zu bringen. Jesus sagt, lass dich zurück, gib dich in den Tod. Mit anderen Worten, vertraue mir ganz. Vertraue nicht auf dich. Verwirkliche nicht dich. Folge nicht deinen Wünschen, Plänen, Bedürfnissen. Folge mir. Und Jesus sagt, es ist eine enge Pforte. Ja, wirklich, es ist eine enge Pforte. Und ein schmaler Weg. Und wenige wollen durch diese Pforte, wo sie sich selbst zurücklassen müssen. Weißt du, es ist so schmal, so eng. Da kannst du nicht durchgehen mit deinem ganzen alten Leben und mit deinen ganzen Wünschen und Plänen und was du alles noch werden und sein willst. Lass dich zurück, gib dich ans Kreuz. Wenige, sagt Jesus, werden ihn gehen. Darf ich dich fragen, bist du schon durch diese enge Pforte gegangen? Hast du schon abgeschlossen mit dir? Mit deinem Leben, mit deiner Identität, mit deinen Freuden und Niederlagen und Ängsten und hast du das alles hinter dir gelassen? Hast du es ans Kreuz gegeben? Lebst du ein neues Leben im Glauben an den Herrn Jesus, dass er dich regiert, dass er dich ans Ziel bringt, auch ohne das, dass du ihm immer versuchst, unter die Arme zu greifen? Ihn zu unterstützen mit deinen Ideen, ihn zu beraten mit deinen Vorschlägen, wie er es denn machen soll in deinem Leben. Versteht ihr, wie tiefgreifend Selbstverleugnung ist? Es ist die Losbindung von dir selbst. Und das Selbst ist unser größtes Problem. Denn seit dem Sündenfall geht es nur um uns selbst. Und unser Selbst reißt uns hinab ins Grab. Rettung ist Selbstlosigkeit, loszukommen von sich selbst, losgebunden zu werden wie dieser Esel. Bist du schon los von dir selbst? Wenn nicht, dann entscheide dich heute. Jesus ladet dich ein. Er sagt, komm her zu mir. Und zu ihm kannst du nur kommen, wenn du dich selbst zurücklässt. Deshalb bekehren sich so wenige Menschen. Weil sie sich selbst nicht verlieren wollen, zurücklassen wollen. Aber Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sein Leben verliert?
Wer sich selbst retten will, wird verlieren. Wer sich aber selbst verlässt, selbst verleugnet, wird das Leben gewinnen. Es ist der einzige Weg, dem Verderben zu entfliehen und echte Ruhe zu finden. Das ist das, was Jesus verspricht. Er verspricht dir Ruhe. Und ich weiß nicht, wie du über dieses Wort denkst. Gell? Wie klingt Ruhe in deinen Ohren? Vielleicht bist du ausgeruht, hast gestern schön geruht. Ich fühle mich heute nicht ausgeruht, ich war jetzt am Wochenende, wir hatten Ältestenklausur, wir waren auf 1650 und wir sind aufgewacht im Schnee, hochgegangen im Regen und aufgewacht im Schnee, auf einer Alm. Wir haben mit Mütze geschlafen und mit zwei Decken über dem Schlafsack, aber es war eine schöne Zeit, wir haben fleißig eingeheizt, da oben im Kachelofen, aber ich bin wirklich müde und so eine Couch heute Nachmittag, das würde mir gefallen. Ruhe. Aber Jesus sagt, Ruhe für die Seele. Es ist gut, wenn wir körperlich ausgeruht sind, aber wir brauchen Ruhe für die Seele. Merkst du, wie umtriebig die Seele ist? Wie hin und her sie und aufgescheucht sie sich bewegt und da ist das und da brauche ich noch das und da muss es nur noch jenes Ziel erreichen, damit ich endlich ausruhen kann, damit ich zur Ruhe komme. Und das griechische Wort beschreibt tatsächlich, dass etwas aufhört. Dass eine Pause, von diesem Wort kommt unser Wort Pause. Jesus sagt, komme her zu mir und ich gebe dir eine Pause für deine Seele. Und stell dir vor, Gott hat dem Menschen eine Pause gegeben, von Anfang an. Nach der Schöpfung. Nach dem Sechstagewerk, wo Gott die Erde bewohnbar machte für den Menschen, wo alles fertig war, machte er selbst eine Pause. Er unterbrach seine Arbeit, weil er sagte, es ist alles perfekt, es ist alles fertig. Und Gott ruhte, er machte einen Ruhetag. Und es wird dann später genannt Sabbat. Stell dir vor, das ist die große Sehnsucht von uns Menschen. Zur Ruhe zu kommen, einen Sabbat zu machen. Aber nicht nur einen Sabbat mit 24 Stunden, sondern in eine neue Lebensqualität hineinzukommen. Das bedeutet der Sabbat eigentlich. Der Sabbat ist nur eine Vorwegnahme von einer neuen Lebensqualität, die Gott den Menschen verspricht. Zur Ruhe zu kommen von all seinen Sorgen, in Bezug auf die Familie, den Beruf, in Bezug auf die Gesundheit. Endlich einmal eine Pause zu bekommen vom pausenlosen Sündigen. Die unreinen Gedanken, die Habsucht, der Stolz, die Eifersucht, der Zorn, die Bitterkeit. Und auch eine Pause von diesem endlosen Versuch, von diesem endlos gescheiterten Versuch, ein besserer Mensch zu werden, ein anderer zu werden, so zu werden wie der oder wie sie oder vielleicht sogar wie Gott. Das ist die Ruhe, die Jesus verspricht. Und er sagt, ich binde dich los, wie dieser Esel. Komme her zu mir, vertraue mir und ich binde dich los und ich führe dich in eine neue Lebensqualität hinein, wo du Ruhe hast für deine Seele. Lass dich von Jesus losbinden, denn du kannst dich nicht selbst entbinden. Von dir. Nur Jesus kann das. Wenn Jesus von dir verlangt, verleugne dich selbst, dann verlangt er von dir, vertraue mir und ich helfe dir, dich loszulassen und ganz befreit für mich, für Gott und für deine Mitmenschen zu leben. Das, was wir Menschen ersehnen. Wir sind geschaffen von Gott, für Gott. Und wenn wir nicht für Gott leben und für uns selber, dann sind wir wie ein Planet, der seine Umlaufbahn verlassen hat und wir sind ein Irrstern. Und wir haben keinen Bezugspunkt mehr und wir suchen und verglühen und sterben. Aber nicht nur physisch, sondern sie bleiben auf ewig getrennt von Gott. Und Jesus sagt, komm her zu mir. Du hast einen Halt, du hast einen Bezugspunkt. Du wirst befreit.
und ich werde dich sicher ans Ziel bringen. Diese verheißene Ruhe ist begründet in ihm selbst, im Wesen des Königs. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch näher den Zusammenhang beleuchten, um was es hier eigentlich geht. Wir sind ja direkt eingestiegen in einen Zusammenhang. In Kapitel 11 Matthäus beginnt Jesus schon in Vers 25. Matthäus erinnert sich daran, dass Jesus zu jener Zeit sein Angesicht emporhob in den Himmel und ein Gebet sprach. Wir lesen davon in Vers 25, Kapitel 11. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und dann kommet her zu mir, alle Mühseligen. Das ist der Kontext, der Zusammenhang. Jesus sagt, er preist Gott dafür. Er sieht, dass intelligente Menschen an ihm abprallen, mit ihm nichts anfangen können. Aber er ist der Bezugspunkt zu Gott. Jesus von Nazareth war Gott im Fleisch. Und nur durch ihn konnte man Gott erkennen. Und nur durch Gott konnte man den Sohn erkennen. Das betet hier Jesus. Und er ladet die Menschen ein, die mühseligen und Beladenen, in ihrer Suche nach Leben, in ihrer Suche nach Frieden, nach Ruhe, letztlich in ihrer Suche nach Gott, kommet her zu mir und ihr werdet Gott erkennen. Und das wird euch zur Ruhe bringen. Die Ruhe, die Jesus hier verspricht, ist begründet in ihm und in Gott. Das ist der Punkt, den der Mensch verlassen hat beim Sündenfall. Und wo Ruhe und Umtriebigkeit und Sorgen und Tod seinen Ausgangspunkt hatte, seinen Lauf nahm. Wenn aber der Mensch umkehrt wieder zu Gott, und das ist namentlich Jesus von Nazareth, und zwar dem biblisch Bezeugten, dann bekommt der Mensch Ruhe. Er merkt, ich bin angekommen. Ich habe das erfahren vor 26 Jahren, gar nicht weit von hier, in Götzis, in der OCG. Eine Predigt von Wolfgang Allgäuer war Auslöser dafür. Gott hat zu mir gesprochen. Ich war auf der Suche nach Leben, letztlich nach Gott. Und ich kam mir vor wie ein Planet, der verglüht in seiner Geschwindigkeit. Und ich stellte mir die Frage, wo finde ich Ruhe? Wo finde ich Zufriedenheit? Wo finde ich Annahme? Wo finde ich Frieden? Und ich hörte, es ist Jesus. Und es ist Jesus. Jesus sagt, die Ruhe, die er verspricht, ist begründet in seinem Wesen. Und er sagt, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist sanftmütig. Sanftmut ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Wir stellen uns da so ein Weichling vor. Gell? Jesus war kein Weichling. Wir wissen, dass er auch sehr gerade war im Gespräch mit Menschen. Aber Sanftmut heißt, ein Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und das ist das, was wir bei Jesus und den Jüngern sehen. Weißt du, die Jünger waren wirklich begriffsstützig. Und wenn ich über die Jünger nachdenke, denke ich oft über mich nach. Warum bin ich so begriffsstützig? Aber was mich tröstet, ist die Sanftmut des Herrn Jesus im Umgang mit seinen begriffsstützigen Schülern. Er hat ja eine Eselsgeduld. Einen langen Weg bis zum Zorn. Langer Weg.
wie lange muss ich euch aushalten, sagt Jesus zu seinen Jüngern, als sie immer noch nicht begriffen. Aber er hielt sie aus. Dieses Wort Sanftmut beschreibt aber auch einen gebeugten Menschen. Das Wort im Alten Testament beschreibt einen gebeugten Menschen. Und wenn es heißt in diesem Text, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig auf einem Esel reitend, dann sah man auf diesem Esel keinen strahlenden, strotzenden Mann, der da oben saß, also, sondern man sah einen Mann, der da oben saß, so, gebeugt. Von was gebeugt? Vom Leben. Gott wurde ein Mensch, so wie wir. Und lebte ein ganzes Menschenleben auf dieser Erde. Und wie lebte er es? Geboren zwischen einer Kuh und einem Schaf. In einer Futterkrippe. In einem stinkenden Stall. So hat das Leben Gottes auf dieser Erde begonnen. Weil Menschen keinen Platz gehabt haben für ihn. Dann wollte man ihn töten. Den Säugling Jesus. Und die Eltern mussten fliehen nach Ägypten. 2 Jahre. Migration, Flüchtlinge. Dann kamen sie zurück, siedelten sich an in Nazareth, ein kleines Kuhdorf im Norden, verrufen dieses Dorf. Jesus erlernte den Beruf seines Vaters, er war Bauarbeiter auf der Baustelle. Weißt du, wie dort geredet wird? Wie dort umgegangen wird aufeinander auf der Baustelle? Ich möchte nicht auf einer Baustelle arbeiten. Ich höre die ab und zu reden, wenn ich vorbeigehe an Baustellen. Innsbruck ist voller Baustellen. Ich sehe diese Männer und wie sie miteinander umgehen. Jesus auf der Baustelle, jahrelang, mit 15 oder mit 13 hat er begonnen. Ging auch übrigens zur Schule. Er lebte alles, das ganze Leben. Sein Vater starb früh. Als erstgeborener Sohn hatte er die Verantwortung für die ganze Familie. Jesus hatte 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern, Onkel, Tanten und so. Er musste das Geld aufstellen für diese Familie. Hart arbeiten. Jesus hatte keine so Hände wie ich, Bürohände. Es waren richtig raue, große Hände. Jesus war gezeichnet vom Leben, gebeugt. Das war der König, der da kam. Er kannte, er wusste, was es heißt, missverstanden zu werden, gemobbt, verfolgt. Und zum Schluss haben sie ihn geschlagen, offen ins Gesicht, haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und mit einem Rohr draufgehämmert, dass sie gut sitzt. Dann haben sie ihm die Kleider ausgezogen und den Rücken geöffnet mit Folterwerkzeugen. Das Blut an ihm herunterfloss, er war unansehnlich, ein aufgerissener Mensch. Dann haben sie ihn angenagelt an ein Holzkreuz und das Holzkreuz nach oben gehievt. Und da hängt er nun und zum Schluss haben sie mit einer römischen Lanze ihm ins Herz gestochen. Ein gebeugter, gezeichneter Mensch vom Leben. Gott, der starb. Wie wir. Sanftmut. Das ist der König, der dich einladet. Der König, der das Leben kennt. Nicht ein weltfremder Papst oder Bischof, weißt, der das halbe Leben nicht kennt, weil er nicht heiraten darf oder weil ihm gewisse Dinge oder weil er sein Leben hinter Mauern zubringt. Gott weiß alles, er kennt alles, er kennt dich und deine Lebensumstände und hat alles durchlebt. Und er ladet dich ein, genau dieser Gott ladet dich ein und sagt, komm her zu mir, ich bin sanftmütig. Ich höre dir zu, ich möchte dich verstehen und ich weiß, wie es dir geht, besser wie du selbst. Sanftmut. Und Jesus sagt, dass er nicht nur sanftmütig ist, sondern ist auch von Herzen demütig. Demut bedeutet freiwillige Selbsterniedrigung. Jesus weiß, was Selbstverleugnung heißt. Er war in Gestalt Gottes, lesen wir im Philipperbrief. Er war so wie Gott. Glanzvoll, groß, unsichtbar vorher. Und dann wurde er ein Säugling, der in die Hosen geschissen hat, den man füttern musste, den man aus dem Bettchen nehmen musste und schützen musste vor Herodes,
dass er nicht getötet wird. Und der am Schluss einfach auf ein Holzkreuz genagelt wird und von Menschen verspottet wird unter dem Kreuz. Das ist Selbstverleugnung. Jesus sagt, ich bin demütig. Demut ist ein Mensch, der losgekommen ist von sich selbst, der den anderen höher achtet wie sich selbst, ganz bewusst und entschieden, obwohl er weiß, dass er ihnen überlegen ist. Boah. Und dieser demütige König ladet dich ein. Er sagt, komm her zu mir. Ich binde dich los von dir selbst. Ich weiß, wie es geht. Ich kann das. Und dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und er tadelt die Schriftgelehrten und Pharisäer seiner Zeit, dass sie den Menschen schwere Lasten aufladen, sie selbst aber nicht bereit sind, mit ihrem kleinen Finger diese Last selbst zu heben. Das ist Religion. Dem sündigen Menschen zu sagen, reiß dich zusammen, bemühe dich, tue dies, lasse dies und klettere hinauf zu Gott und stürze ja nicht ab, denn sonst wirst du unten brennen. Jesus sagt, unbarmherzig, hartherzig, das Gegenteil von Sanftmut und von Demut. Jesus ist nicht gekommen, uns Menschen etwas aufzuladen, sondern uns Menschen zu entlasten. Matthäus zitiert, er selbst trug unsere Schwachheiten und unsere Krankheiten. Er beobachtete Jesus, wie er die Blinden heilte, die Lahmen gehend machte, besessene Menschen befreite von Dämonen und er sah, wie Jesus ihnen die Lasten abnahm. Und zum Schluss sah Jesus zwischen Himmel und Erde ausgesetzt an einem Holzkreuz mit all den Lasten der gesamten Menschheitszivilisation. Gewaltig. Das ist der König, der dich ruft. Komme her zu mir. Ein König, der das bewirkt in dir, was er von dir verlangt. Das war sein Versprechen, wo er diesen Kelch ausgeteilt hat, seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Siehe, dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, wo er verspricht, dass er unseren Sünden nie mehr gedenken wird, weil er sie getragen hat am Kreuz, weil er dafür gesühnt hat, bestraft wurde, stellvertretend für uns. Und er verspricht, ich werde nie mehr an deine Sünden denken und ich werde meine Gesetze in dein Herz schreiben. Er ist der, der uns umschreiben kann, der unsere Muster durchbrechen kann, unsere schlechten Gewohnheiten beseitigen kann. Und so möchte ich dich ermutigen, Jesus lade dich ein, beschäftige dich mit ihm, mit seinem sanftmütigen und demütigen Wesen. Lies die Evangelien, höre nie auf, die Evangelien zu lesen. Und beobachte besonders die Sanftmut und die Demut von Jesus Christus. Und du wirst Mut bekommen, dich selbst loszulassen und ihm zu vertrauen, damit er dich lösen kann. Damit er dich erlösen kann. Komm mit all deinen Lasten. Petrus sagt, wälze deine Last auf ihn und er wird uns diese Last abnehmen. Vertraue ihm ganz und folge ihm nach. Zum Schluss. Wohin führt unser Weg, wenn wir zu Jesus kommen und ihm nachfolgen? Was passiert mit uns? Das ist die Frage, die sich viele Menschen stellen. Meine Güte. Was passiert mit meinem Leben? Eben mit meinem Leben, mit meinen Wünschen. Was passiert mit mir, wenn ich Jesus nachfolge? Ja, was passiert mit uns? Ich möchte wieder zurückkommen zu diesem Esel. Jesus schickt seine Jünger, sagt, bindet den Esel los. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, weißt du, gehst einfach in ein Dorf
sitzt in ein fremdes Auto und fährst mit dem Auto davon. Sitzt in einem Tesla oder steht ein Tesla da. Du weißt, wie du reinkommst, fährst einfach mit dem davon. Ja, was wird der sagen, dem der Tesla gehört, der von der Veranda runterschaut? Hey, was tust du hier mit meinem Auto? Genauso war es. Die Jünger gehen ins Dorf, schnappen sich den Esel und das Fohlen und die Menschen sagen, hallo, was geht hier vor? Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat zu ihnen, zu den Jüngern, was sie sagen sollen in diesem Fall? Der Herr braucht ihn. Und sie haben sie gehen lassen. Der Herr braucht dich. Was ist mit uns, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir zu ihm kommen? Wohin führt das? Der Herr wird uns gebrauchen. Genauso wie er auf diesen Esel gebraucht hat, er reitet auf diesem Esel hinab nach Jerusalem, um sie zu befreien von ihren Sünden. Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Und genau das möchte Jesus. Er möchte Menschen, die ihn hineintragen in ihre Familie. Er möchte Menschen, die ihn hineintragen an ihren Arbeitsplatz. Er möchte Menschen, die ihn hineintragen in die Gesellschaft. Um auch diesen Menschen zu helfen und sie zu befreien von den Folgen des Sündenfalls. Der Herr braucht dich. Also nimm alle deine Kraft zusammen, deine Glaubensfähigkeit. Habe den Mut, zu Jesus zu kommen. Er wird dich entlasten und er wird nicht schwer sein für dich, wenn du ihm vertraust. Und er wird dich gebrauchen, mächtig, zum Segen für deine Mitmenschen. Amen.